Hallo und willkommen zurück zu Supradant Crash, wo Louis ein Rennen scheitert. Das ist wie Mario Kart, nur schlimmer. Mit dabei natürlich auch wieder der gute Steven, aka Dragon Rider, aka Spoiler Hannes. Jo. Und ja, ich gebe es zu, ich habe gesündigt. Wir haben jetzt geguckt, wie dieses Rennen machbar ist. Steven hat das Rennen durch Glück geschafft, weil er durch Glück aufgehalten wurde. Bei mir war das Glück definitiv nicht hold. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie die Vorbereitungen funktionieren und dann machen wir das Rennen noch. Und außerdem wünschen wir euch am heutigen Tage bei Veröffentlichung des Videos einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr 2023, auf das euch das Jahr nicht so viele Probleme bereitet, wie die letzten Jahre vielleicht, eventuell, weiß man nicht. Weil die Folge kommt direkt am 31. Dezember raus. Aber leider noch vor dem Jahreswechsel. Naja, deswegen wünsche ich mir einen guten Rutsch und kein gesundes neues Jahr. Zumindest in dem Sinne so gesehen. Rutsch gut rein, rutsch nicht zu weit, obwohl wenn 2023 auch scheiße wird, dann rutscht ruhig weiter. Spart euch das ganze Leid. Ich glaube, das wird leider nicht machbar sein. Weder für uns noch für die. Ja, wer weiß. Wenn du ausrutschst und ins Koma fällst. Dann hast du trotzdem ein scheiß Jahr. Ja, aber da hast du aber das Jahr verpennt. Wenn du dann am Ende des Komas. In dem Sinne bist du weitergerutscht. Ja, wenn du am Ende des Komas stirbst, weil die lebenserhaltenden Maschinen nicht mehr laufen werden und. Ich will schon mal reden. So, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir haben jetzt da hinten auf der kleinen Säule einen Block gesetzt und da ganz hinten einen Strahl verbunden. Und das ist der ganze Sinn dahinter. Ich hoffe, das wird funktionieren, dass ich jetzt halbwegs schlau hinkriege wie der Typ im Video. Aber sorry Leute, wir mussten jetzt wirklich probieren. Ich habe es mal kurz probiert während der Aufnahme, während der Zwischenpause. Ich war zu doof dafür. Wir mussten es einfach gucken. Und wir haben auch festgestellt, es gibt noch zwei weitere Rennen. Ja, wir haben es jetzt nicht spoilern lassen, aber... Ganz ehrlich, lieber so, als wenn wir jetzt die nächsten drei Folgen versuchen, ein Rennen zu schaffen, was ich nicht schaffen würde. Weil auf diese Idee wäre ich so im ersten Moment nicht gekommen, bin ich ehrlich. Deswegen Asche auf mein Haupt, aber ja. Ja gut, aber nach 3 Stunden zwischen den Videos, da darf man das auch. Genau, da ist das hoffentlich erlaubt. So, Kumpel, jetzt renn los und... Nee, das heißt, wir haben jetzt 3 Stunden Material auf den Müll geschmissen, wenn man 3 Stunden nur sehen würde, dass er hier losrennt. Ja. Und ich brauche euch auch nicht zusammenschneiden, weil da war weder was Lustiges bei, noch war da irgendwo, keine Ahnung, was Wichtiges bei. Nein, das Einzige, was zwischendurch passiert ist, meine Katze hat mir meinen Tee über den Schoß gekippt und Louis war am Fluchen wie Kesselflicker. Ja, das auch. Oh, das war aber knapp, du. Ja, ich hatte im Moment nicht gezählt. Nein. Nimm den Schrott. Es reicht aber. Oh. Ich würde mich gerade beschweren, dass es nicht reicht zum Abgeben. Na, reicht schon. Naja, 77. Ich habe 76. Brauchen wir 76 habe ich. Ich muss ja sagen, jetzt, wo er so geknickt weggeht, tut er einem doch trotzdem irgendwie leid. Aber ganz ehrlich. Nein, nicht. Nein, so, wir, nicht. Ja, doch, er tut mir ein bisschen leid. Ich meine, wenn ich so Leute so geknickt sehe, dann denke ich mir so, ja, okay. Ja, aber Leute, es tut mir leid, wir mussten es einfach machen. Nach 3 Stunden, boah. Ich will nicht mehr. So, jetzt gebe ich denen hier ihre 76 Schrottteile und wir heben erneut ab. Wir starten um Mitternacht. Ich weiß jetzt schon, wo wir landen. 3. Warte. Geh zurück nach Orangeburg. DLC Crashed for the Final Time.
glaub das noch persönlich gar nicht. Wie viele Raketen können die bauen, Alter? Captain Uliman, bei Pikmin hat sich nur eine gebaut und wieder repariert. Oh, die bauen einfach 10.000 Raketen. Also, von der NASA her wären das Steuergelder der Steuerzahler ohne Ende. Will ich da reinspringen? Nö. Vielleicht auch ins nächste Loch. Obwohl, ich hätte vielleicht auch mal unterhüpfen sollen. Weil da scheint doch irgendwas zu sein, irgendwie. Weil ich kann hier irgendwie hochgehen. Ich glaube, du musst aber nach unten. Naja, aber ich will gucken, was hier oben ist. Einfach, vielleicht ist noch irgendwas, weißt du? Vielleicht eine Kiste oder irgendwas. Ja. Klappt super. Oder ein Rückweg. Ach, der Rohr ist noch zu, okay. Na, immer so jetzt. Stoop. Was, wenn ich? Guten Tag. Hildegard. Hey. Normalerweise rede ich nicht. Aber könntest du mir helfen? Ich muss dort hoch, aber ich kann nur zu Holz verbinden. Wie ich hier durchkommen würde. Achso, ja, gut. Du musst da hoch. Das heißt. Oh yeah. Du hast eine Spitzhacke, du hast einen Grapplebeam wie ich. Ich brauche auch so einen Goldmogul. Und du hast deine. Magnet-Schnelllader. Bin gleich zurück. Ich glaube jedem, der aus dem Knast ausbricht und mir sagt, bin gleich zurück. Wow, ein Goldmodul. Oh, was ist das da drüben? Ein paar gewichtige Stimmen. Wow, was ein Körper. Kumpel? Guck dir mal einen Superkörper an. Okay. Jedenfalls, ich glaube, ich kann dir auch helfen. Stell dich auf das Jump-Pad dort. Frage. Länger, oder was? Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Mann, ich wollte doch gerade was erklären. Ein Bauhelm. Okay. Ach, jetzt hast du Entwicklung freigemacht. Okay, erste Frage. Er war im Knast. Hat seinen Grapplebeam behalten, eine Spitzhacke dabei und einen Magnetgürtel. Warum? Zweite Frage. Wenn er aus dem Knast ausbricht und mir uns noch sagt, dann gleich zurück. Er kam zurück, nicht für ihn, will ich nicht abstreiten, aber wenn ich aus dem Knast ausbreche, sage ich doch nicht einem Mithäftling, der in der Zelle neben mir sitzt, ja, bin gleich zurück. Wenn ich draußen bin, mache ich die Flocke und lasse den vergammeln. Ohne Scheiß jetzt. Ich meine, gut, das Spiel ist ein kinderfreundliches Spiel. Gut, Leuten helfen, nett und so, ich verstehe das, aber so vom rein logischen her würde ich sagen, ich bin weg, ganz schnell. Und dritte Frage. Der rennt da draußen gefühlt in zigtausend Richtungen, stemmt da dreimal Gewichte. Und sieht das aus wie Hulk Hogan zu besten Zeiten? Bitte, Digga. Das will ich auch.
Kam das laute Geräusch von dir? Was ist passiert? Wer bist du denn? Nein, ich will von dem den Ding haben. Er hat jetzt ein Goldmodul, der hat eine Spitzhacke, der hat einen Metallgürtel. Und ich bin hier gefühlt immer noch halbnackt. Die Frage, wo bin ich jetzt hier? Ninja. Ah, ne. Roter Prinz, was passiert hier? Ich hänge seit gestern hier drin fest. All die komischen Geräusche habe mir die Zeit dann vertrieben, ein weiteres Beam-Upgrade zu machen. Hab's in die Truhe gelegt. Er weiß, ich bin der Prinz. Das heißt, ich bin nicht weit weg von zu Hause. Wenn du das Upgrade siehst, dann weißt du, wer er ist. Wieso ist auf einmal alles verblurrt bei dir? Das habe ich auch gerade gefragt. Force Beam Q-Kompatibilität. Ach, ich kann verbinden. Sehr schön. Das, was ich schon mal hatte. Und weißt du, wer er ist? Blö. Das ist der Typ, für den du die Goldstücke gefälscht hast. Würde die Goldstücke ergänzen. Aber die Frage ist, er hat an seinem Ding gearbeitet, aber im Endeffekt ist das ein Upgrade, was ich schon mal hatte. Also, er hat quasi nur das entdeckt, was schon andere vor ihm entdeckt haben. Was er selber vielleicht entdeckt hat. Nein, er hat das nochmal für uns hergestellt. Hat er nicht gesagt, er hat die Zeit damit vertrieben? Ich habe mit dem Geld von dir Überlebensausrüstung gekauft und mich in meinem Bunker verzogen. Was geht bei dir so? Ich würde gerne mal rausgehen, das wäre meine Idee. Oh. Ich weiß gar nicht, wie ich rauskommen soll. Oh, Knochen. Aber ernsthaft, wie ich das rausgemacht habe. Ach ja, ja. Ich suche ganz halt Goldding, weil wir gerade über Gold geredet haben. Der hat eigentlich das Upgrade gegeben für den Frostbeam. Frostcube. Das habe ich jetzt gerade. Ja, mach's gut in der Bunker, ne? Mal eine Frage. Sind wir hier in Berlin? Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Nicht? Warum denn nicht? Bei YouTube Strike und so. Bei deinem schlechten Gesang noch nicht. Geht auch nicht um den Gesang. Das Video ist auf YouTube öffentlich, so ist es nicht, ne? Also. Geh zurück nach Orangeburg. Weil wenn er weiß, dass wir der Prinz sind. Wo sind wir denn hier? Wir müssen doch irgendwo in der Nähe von unserem eigentlichen Gebilde sein. Vergiss es, was ich gesagt habe. Wir sind bloß gefühlt 2 Meter weiter geflogen. Mal wieder. Was ist mit dir denn, Alter? Ist das normal, dass er so hängt? Habe ich andere rausgekriegt. Ich kann die Schalter drücken, das bringt auf jeden Fall nichts. War so eine kleine Sprechblase wie. Hilfe! Wäre aber ganz witzig, aber das hier ist ein bisschen. Na. Alter, gut, dann liege ich, hatte die Kreuz aber durch. Gott sei Dank kann ich mittlerweile die Gegner töten ohne Probleme. Aber ich hatte schon lange nichts mehr, was ich mit Schädeln bezahlen kann, muss ich sagen. Ich habe jetzt 30 Schädel, aber denkst du irgendwie eine Möglichkeit, die einzusetzen? Und beschweren sich Leute immer noch, dass ich wieder mit links geflogen bin? Nö. Hallo. All die Demonstranten sind gegangen und haben sich dem verrückten Kugelkult angeschlossen. Oh nein. Ah, wie heißt es so schön? Von Regen in die Traufe, ne? Mhm. Hm.
Er hat alles verriegelt. Für den Moment. Wir räumen ihn später aus. Schön, dass der mir eigentlich dann dauernd hier Arbeit gibt, dass ich den Typen ausrauben soll. Das heißt aber, dass der auch immer noch Upgrades von uns hat. Ich meine, gut, Naja. er hat nur unser Schwert, er hat nur unsere Schwebeschnalle. Ich glaube, das Schwert bräuchte ich auch nicht mehr. Aber egal, jetzt können wir wenigstens ohne weiteres erstmal nach Hause. Was heißt nach Hause? Nach Orangenburg. Wenn ich da auch nach hinkomme irgendwie. Ich weiß, wie bin ich jetzt mal hingekommen? Weißt du, ich hab's echt satt, ewig an diesem Rätsel festzuhängen. Hey, was macht dieser lila Knopf dorthin? Ach ja, wir haben ja Forcebeam jetzt, stimmt. Da war ja was. Force Cube. Force Beam Cube. Keine Ahnung, was ich machen soll. Und du hast hier irgendeinen Knopf gesehen, sagst du, Kumpel? Nee, das war der Schalter mit dem Block. Naja, aber der Block liegt drauf. Aktiviert einmal das Ding ganz kurz, das war's. Also. Ich könnte meine Torpedokugel da hinlegen, aber die fliegt ja nicht drauf weg. Die würde hier gegenknallen, das weiß ich. Zumindest vermute ich das mal. Oh, ich bin es immer noch gewohnt, hier dreimal so, oh, viermal zu springen, weißt du? Und das klappt einfach nicht. Ach ja, warte. Jugo, Digga. Okay. Ich kann mit den Laserstrahl nichts abschießen. Ach, der hat hätten so ein Kugelmuseum gebaut oder was? Oh, so ein Kult, so ein Dingshaus, so ein Sektenhaus, Sektenkulthaus. Ach du Scheiße. Das sehe ich jetzt da hinten erst. Der ganze Ecke ist einfach eine riesige Weltkugel. Also. Riesig im Sinne von. Spiel für Spielzeug riesig, wird natürlich nicht. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ich bin schon wieder lost im Space, Alter. Hier komme ich nicht schwer weg. Mir fehlt das Magnet-Tool. Ganz ehrlich, der Typ da unten, der Hulk Hogan versteht, hätte uns lieber mal die Gürtelschnalle geben sollen, statt dem Verbindungscube hier. Oh. Da hätte ich viel mehr anfangen können aktuell. Weil ich aber keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Ich meine, ich kann nicht eine rote Kugel hier reinlegen, weil ich keine rote Kugel habe. Und die wird er wohl echt nehmen. Nein, die sputet wieder was. Und ich kann die auch nicht rot färben. Oh Gott, ich habe ihn gefunden. Wen hast du gefunden? Den Läufer. Oh Gott, mein Beileid. Ja. Oh, Schrott. Also du warst ja schon im nächsten Abschnitt Orangenburg, ne? Ich bin schon im neuen Abschnitt, ja. Ich bin erstaunt von dir, dass du die ganze Rätsel so also quasi im Vorbeigehen easy lösen kannst und ich hier teilweise Minuten verzweifle. Was ist falsch bei mir, Alter? Bist du sonst nicht so schlau? Schön, wenn ich es so sage, aber es ist ungewohnt bei dir. Bin ich ehrlich. Und nein, Leute, das ist kein Hate.
Ich hab den Steam schon ganz gern. Wir ärgern uns so gerne gegenseitig. Na, das sowieso. Das sowieso. Aber ich bin trotzdem gerade ein bisschen. Ah, nee, ich bin ja da. Also, der Würfel ist da. Vor. Schon mal halbwegs richtig, nur ich kann ihn noch nicht reinsetzen, weil das Ding gibt es einmal anders raus. Ja. Aber ich kann ihn auch nicht runterschießen. Und selbst wenn das Ding kurz angeht, der Boost reicht nicht aus, um da wegzukommen, weil das Ding das Holz stört. Also entweder sehe ich was. Jetzt. Also entweder sehe ich was Großes oder ich bin wieder zu doof für die Rätsel. Ich weiß es nicht. Oh. Ich meine, die Mission heißt Orangenburg. Also Orangenburg. Der Typ da hinten kann mir nichts weiter abklauen. Hier kann ich mal da nichts machen. Mit dem Würfel verbinden kann ich nichts. Dem Blinden sein Radio zurückbringen bringt mir auch nichts. Ich kann euch mal weiter ganz kurz den Gar ausmachen. Mal eure Knochen einsammeln. Aber sonst bin ich hier genauso ratlos. Hier sonst auch nichts mehr. Schneebidibi. Okay. Ich weiß Bescheid. Ja, ich auch nicht. Ach, Müll. Ich wüsste ja gern, ob der Typ mit seiner Pappmütze und Windel hier noch irgendwas zu bedeuten hat später. Wer weiß. Aber. Ich bin hier echt ratlos, was diese Rätsel angeht. Man merkt, dass die Aufnahmesession schon sehr lange geht. Plus die 3 Stunden von dem Rennen noch. Mein Gehirn ist brei. Da kannst du mit einem Löffel drin rumrühren und wie Kartoffelbrei schlabbern. Das ist mir nicht lecker, aber würde ungefähr genauso sein. Ich kann das Ding ja nicht ziehen. Ich kann es auch nicht einstampfen, weil das wird vermutlich das Ding machen, dass es runterfährt oder hochfährt, je nachdem. Und ich kriege auch keine rote Kugel her. Ich bin lost, Alter. Ich bin so lost aktuell. Das geht gar nicht. Also doch, es geht. Aber ich will eigentlich nicht, dass es geht. Wie lange brauche ich das Magnetding? Hast du eine andere Idee, Kumpel? Nee, ne? Nee. Ich bin erstaunt, dass du gleich so instant drauf gekommen bist, gefühlt. Worauf? Auf dieses Rätsel rüberzukommen. weil ich daran denke, dass ich ja noch einen Gegner habe. Du meinst den Skelett nicht schießen lassen? Ich meine, gut, er könnte das Ding runterschießen, aber. Reicht das da? Das reicht ja nicht komplett rüber, oder? Och. Das Ding ist untergeschossen schon, oder was? Nee.
Du musst den dazu bringen, dass er so runterschießt. Und das Ding vor dir muss runter. Ja, da brauche ich eine rote Kugel, die ich nicht habe. Du kannst aber deine grüne Kugel in den Laser halten. Welchem Laser? Die da? Der, hä? Ach, du meinst die, die da schießt, oder was? Genau. Die ganze Zeit könnte ich dich nicht verfärben. Jetzt auf einmal soll es funktionieren, oder was? Ja. Jetzt bin ich auch am Arschspiegel. Tatsache, sie ist rot. Alter, leck mich am Arsch, Game. Die ganze Zeit funktioniert es nicht, dass ich sie färben kann. Jetzt funktioniert es aber was. Also, ich sag euch, wie es ist. Das ist jetzt die letzte Folge für heute. Definitiv. Ich bin so brain dead, Alter. Die Frage ist, wie schaffe ich, dass das Ding da abschießt? Weil das Ding geht ja bloß ganz kurz an, ja. Okay, ich hab's geschafft. Irgendwie, merkwürdigerweise. Uff. Jetzt plant er die Katze. Na, Kumpel, haben wir ein Problem reinzukommen? Ich kann das Tor nicht öffnen. Irgendein neuer Sicherungsmechanismus. Das Kabel führt zu ihm. Ich raff's nicht. Schwör's, Kabel da oben. Das war es verhältnismäßig einfach für meinen Kopf. Aber auf so einen Gegner-Spawn komme ich nicht. Gut aus die Kirche, ne? Was zum Teufel haben die in den gefühlt 2 Stunden nicht weg war gebaut? Jawohl, da muss ich denken, das sind noch diese Zeitsprünge von Tag zu Nacht, ne? Mhm. Ein flacher Sandkasten, eine Welt ohne Kurven, uncooliger Schwachsinn. Na, sieh an, wer schneit hinein, um die Wahrheit zu erfahren? Na, wo ist Baldur? Da ist Baldur. Ich wusste es, du stehst, mein Freund. Der hat einmal den Globus gesehen und das Ding sofort entdeckt, weißt du? Kann man sich immer so. Oh, Schrott. Okay, schönes Secret Exit, Alter. Durch den nicht vorhandenen Keller rausgebüxt. Ja, ja. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ein Lieber hier. Eigentlich ganz einfach, das Rennen. Ich werde sehen, wie ich das mache. So, wir gehen jetzt zur Werkstatt. Und dann nochmal guten Tag. Wo ist die Alte? Krankenhaus. Hildegard. Überwinde die große Mauer in Orangeburg. Und wenn du keinen Schrott finden kannst, Hildegard ist im Krankenhaus. Sie weiß wahrscheinlich, wo du welche finden kannst. Das grüne Rohr dort drüben sollte dir helfen, über die Mauer zur Südseite zu gelangen. Ich das Rohr. Das da so. Ach, dafür brauche ich diese Röhre hier. Ich hab ja woanders angeklatscht vorhin. Hätte ich schon viel früher machen können. Wobei, kann ich mich daran porten? Ich kann schon nicht ansetzen, ne? Och, du musst aber erstmal Verankerungspunkt finden.
Ja, vielleicht auch von oben gesehen. Ja, das klappt aber nicht. Schade. Den Verankerungspunkt kann ich nutzen, um da hochzukommen. Ich kann es nicht mehr sehen aktuell. Muss irgendwie aufs Dach kommen, glaube ich. Vermutlich das Dach hier irgendwie. Da ist immer noch Feuer. Was mich ganz irritiert, dieses Feuerding da oben. Du wirst doch wohl irgendwie aufs Dach kommen, oder? Ich glaube, ich komme jetzt nirgends mehr hin, ja. Das ist ein Translokator. Ja, aber du, es ist 30 Minuten 31. Ich bin für heute durch und fertig. Ich werde jetzt nichts mehr groß hier machen. Das, weißt du was? Machen wir nächstes Mal. Okay. Irgendwann im nächsten Jahr. Na klar, was sagst du dazu? Verdammt. Ja, nochmal. Die lila Röhre wird dir sicher helfen, in die andere Stadthälfte zu kommen. Die lila Röhre? Ja, was du gerade eben reingehängt hast. Ah, das meint er mit lila Röhre, alles klar. Ah, was sagt die Königin? Du bist ein ziemlich fähiges Alien. Unser Königreich könnte einen Wächter wie dich gebrauchen. Aber eure Majestät, wir haben einen Wächter, er ist nur gerade nicht hier. Das ist der Fehler daran, er ist nicht da. Ich war mal ein Wachmann, aber ich war nie pünktlich. Toll. Schön, dass er so offen zugibt. Finde ich nett von ihm. Aber gut, das... Jetzt ist die Glasscheibe hier verschwunden. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind durch mit dem Part. Und ich bin durch mit mir selbst. Ich kann nicht mehr. Ich bin... Boah, Brainmatcher. Deswegen sage ich... Danke fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr verbringt, wenn ihr die Folge am Release-Tag guckt, ein wunderschönes Silvester. Vielleicht im Kreise eurer Familie, eurer Freunde. Oder ansonsten, wenn ihr noch Lust habt, guckt doch noch bei uns rein. Wir sind bestimmt noch live. Der ein oder andere. Also ich mit Sicherheit definitiv nicht. Das sag ich dir, wie es ist. Aber ich werde auf jeden Fall wieder... Ja, wenn denn. Wird wahrscheinlich am Stream sein, sagen wir es mal so. Wenn denn Stream streamt, könnt ihr da reingucken. Ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge im neuen Jahr. Na, du wirst doch bestimmt dabei sein. Zwar nicht selber streamen, aber dabei sein wirst du. Wenn ich da bin und Zeit habe, ja, ich weiß nicht, ob noch was anfällt von anderen Leuten, ich weiß nicht. Kann ich dir so nicht sagen, das ist noch nicht geplant. Auf jeden Fall, danke fürs dabei sein. Und dann bis. Zur nächsten Folge im nächsten Jahr. Ciao. Rutscht nicht zu weit.